Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Schuckibanuki, dein Daily Wissen, unnützes Wissen, aber perfektes Wissen zum Angeben. Heute dabei der Christian. Gute. Und meine Wenigkeit, ich darf mal wieder dabei sein. Der Florian. Fühl mich auch super geehrt. The Godfather of Schuckibanuki. Yeah. Godfather of Schuckibanuki. Und heute an diesem 21. Juni haben wir natürlich auch ein Geburtstagskind mitgebracht. Okay. Und zwar ist das die Granate-Perle mit einer Wahnsinnsstimme, Lana Del Rey. Mhm. Kennst du? Na, heute Geburtstag? Ja, die hat heute Geburtstag. Okay. Ein leckeres Schneckerchen. Die haben uns gar nicht eingeladen. Doch, mich schon. Ich muss später aus ihrer Torte springen. Den Borat-Anzug habe ich schon dabei. Borat-Ohr. So. Ja. Genau. Eigentlich heißt sie Elizabeth Woolridge Grant. Mhm. Aber Lana Del Rey hört sich einfach auch ein bisschen doll an. Weißt du, versuch das mal im Bett erotisch rüberzubringen. Elizabeth Woolridge Grant. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Ja. Da geht ja Lana sofort die Stimmung runter. Nee, passt nicht. Okay. Am 21. Juni 2003, jo, auch schon ein paar Tage her, Vitali Klitschko verliert seinen Boxkampf gegen Len Lewis im Staples Center in Los Angeles durch technischen K.O. Das war ein Bums. Ja. Also davor... Schwarzer Tag für Vitali, im wahrsten Sinne des Wortes. Da wurde es mal schwarz. Da wurde es kurz dunkel. Nee, war ja technisches K.O. Richtig, da wurde es nicht dunkel. Ich weiß nicht, ist er auf die Bretter gegangen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, der hat einfach nur richtig viel Prügel eingesteckt. Aber guck mal, wie viele Jahre... Der Prügel eingesteckt, na verteilt hat. Er hat ja erstmal verteilt. Ja, aber die Klitschkos an sich, das war ja das... Bombe. Also die Klitschkos im Boxsport, ne? Also... Ach, im Boxsport, sag das doch. Im Boxsport, ich bin hier beim sag ich mal, fällt mir wenig ein. Mohammed Klitschko. Mohammed Klitschko. Rocky Klitschko. Wen gibt's da noch? Apollo Klitschko. Ja, genau. Da wurde nochmal dieser Film gespielt, ne? Genau. Klitschko 1 Wie bis hieß 6. Der andere, der deutsche... Silvester Klitschko. Ja, genau. also Klitschko ist eine Boxdynastie. So sieht's aus. Ja. Und? Ja. Männers, freut euch, ab heute ist nämlich Sommeranfang. Yeah. Ja. Das heißt, die Röcke werden kürzer. Ja. Viel Spaß beim Gucken. Und im Sommer, die Röcke werden kürzer. Mädels, ne? Was ist noch im Sommer toll, was uns Männer immer die Tage ausflügen werden lässt? Fußball. Ja, genau, Pujans Ding. Fußball. Fußball. Am 21. Juni 1978, leider nicht so ein schöner Tag aus der deutschen Fußballgeschichte. In Österreich sagt man das Wunder von Córdoba. Ja, in Deutschland sagt man die Schande von Córdoba. Österreich gewinnt 3-2 gegen Da haben wir richtig gegen die Schluchtenscheiße abgekackt. Und wie hieß der Kommentator von denen? Ivert Narisch, ja, ist voll ausgerastet. Echt? Ja, für die war es toll. Österreich. Ich fand's jetzt. Spielen die überhaupt Fußball? Ja. Gibt es das so? Also sie, ja, vielleicht die üben halt bergab, ne? Weil Skipiste und so, ne? Naja, scheinbar spielen sie es und scheinbar nicht schlecht. Ne, also sonst damals 78 konnte was, ne? Ja. Ja. Also keine Grüße heute nach Österreich. Komm. Nein, heute mal nicht, nein. Doch, ich mag Österreich, die Österreich auch, ich mag euch, aber... Wiener Schmäh. Ja. Nee. So. Sehr gut. Ja. Haben wir schon wieder. Das war's für heute. Vielen Dank, Christian, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank, Pujan, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns. Ciao. Bis dann. Tschüss.